Berlin ist bunt, hier darf jeder so sein, wie er will. Damit wird für das tolerante Berlin weltweit geworben. Doch langsam kommen Zweifel auf, immer häufiger gibt es brutale Übergriffe. Und nun traf es ausgerechnet ein Urgestein der Berliner Tundenszene. Jérôme Castel wurde vor dem Charlottenburger, ja, Traditionstreff, kann man sagen, vagabund brutal zusammengeprügelt. Gerade Jérôme denken der viele, denn sie trat immer ein, eben für jene Toleranz und ein friedliches Miteinander in ihrer Stadt. Sie will nicht zulassen, dass Angst ihr Leben bestimmt. Jérôme Castel will trotz des brutalen Überfalls weiterleben wie bisher. Die Künstlerin, die als Mann zur Welt kam, ist ein Stück freies, buntes Berlin. Jetzt ist ihre glitzernde Welt erschüttert worden. Nach Wochen im Krankenhaus trifft sie ihre Freunde wieder in der Stammkneipe. Doch auch wenn sie lächelt, sie braucht ständig Schmerzmittel. Und selbst nach mehreren großen Operationen ist unklar, ob sie auf dem rechten Auge jemals wieder etwas sehen wird. Ja, mit so einer Gewalt, mit so einer Kraft auf mich eingeschlagen, dass das Auge eben weg war. Das wurde jetzt mit Öl gefüllt, das Jochbein war gebrochen und da haben sie mir jetzt so über den Gaumen das Jochbein gerichtet, hier so eine Metallplatte reingesetzt, damit es wieder anwächst. Sie muss in 6 Monaten wieder raus und ich habe permanent Schmerzen. In der Bar Vagabund sprechen 3 junge Männer Jérôme Castel in der Nacht zum 8. September an und lauern ihr dann vor dem Club auf. Ohne Vorwarnung schlagen sie zu, Jérôme wacht im Krankenwagen wieder auf. Der Vorgang liegt bei der Staatsanwaltschaft. Festgenommen sind die Täter, vermutlich mit Migrationshintergrund, noch nicht. Die Frauen sowieso minderwertig finden und Männer, die dann noch eine Frau sein wollen, also die ihre Männlichkeit praktisch sozusagen abgeben und sagen, I'm a woman, ist für die das unterm Regenwurm. Ja, also sie haben da gar keinen Respekt vor, und dass wir einfach toll sind und tolle Sachen machen. Und die kommen ja nicht zu unseren Shows, woher sollen die das wissen? All das in einer Stadt, in der beim Christopher Street Day jedes Jahr die Toleranz und die Vielfalt gefeiert werden. Der brutale homophobe Angriff auf Jérôme empört. Hass kennt keine Nationalität, sondern Hass kennt wirklich nur eine riesen Bildungslücke. Ich finde, da fehlt ganz viel. Und das ist auch wirklich eine Stimmung. Und natürlich erschreckt es einen, wenn irgendwie jetzt jemand, den man gut kennt, den man liebt, irgendwie dermaßen, also wirklich fast totgeschlagen wird. Also ich finde auch, es ist jetzt nicht irgendwas schwul, lesbisch, trans, sonst was. Es ist ein Thema, das alle in Berlin angeht. Das ist einfach irgendwie, dass man wieder respektvoller miteinander umgeht. Man muss nicht jeden mögen, aber irgendwie Respekt voneinander irgendwie erwarte ich von jedem und bringe ich auch jedem entgegen. Weil wir über die Ghettos leben wollten. Also nicht jeder in seine kleine Ecke, in seine kleine Kiez, sondern alle zusammen. Und das war in Berlin möglich. Jetzt ist das wieder mal nicht mehr so möglich. Also, wir müssen uns politisieren. Neben dem politischen Protest hat Jérômes Freundeskreis eine riesige Solidaritätswelle für sie initiiert. Es gibt viele Benefizkonzerte und Aktionen, denn ihre noch ausstehenden Operationen müssen finanziert werden. Wir müssen was tun, wir müssen auch ein bisschen was für ihre Seele tun, dass wir einfach eine Spendenaktion machen. Auch der Friseursalon Etablissement in Prenzlauer Berg macht mit. Hier ist demnächst für Jérôme Castel ein Benefizhaarschneiden mit Kaffee und Kuchen geplant. Jérôme hat die ganzen Jahre immer für die Rechte von Schwulen und Transen demonstriert und mir auch die Möglichkeit persönlich gegeben, heutzutage mich relativ frei bewegen zu können. Deswegen ist es uns hier im Laden ganz besonders eine Herzensangelegenheit, Jérôme zu unterstützen. Ich wusste auch gar nicht, dass ich so viel Leuten so viel bedeute. Also es war mich selber überwältigend. Ich sage mal, ich alte Else, ich mache da nur meine kleine Nummer oder bin halt normal nett zu Leuten, wie man normal nett ist. Und dass das bei anderen eben eine andere Wirkung hat und sie mir das jetzt so zurückgeben, denke ich mir, wow, danke schön, alles Böse hat auch ein Gutes. Und mit so viel Unterstützung kann Jérôme Castel vielleicht irgendwann wieder zurück auf die Bretter, die ihr die Welt bedeuten.